arbeiten, aber ich denke, am Ende rettet uns dann die Defense das ein oder andere Spiel, wenn die Offensive nicht läuft. Verstehst du Fans, die sagen, oh je, irgendwie läuft das alles nicht rund? Liegt das an der Rollenverteilung? Liegt das an dem Team, das sich so noch nicht gefunden hat, auch vielleicht untereinander? Du bist schon viele Jahre dabei, hast einige Meisterteams jetzt auch miterlebt. Welchen Eindruck hast du momentan und was hapert's? Ja, ich denke, wir sind gerade in einer schwierigen Situation. Ich denke, wir müssen den neuen Jungs erstmal richtig eintrichtern, was Bamberger Basketball ist. Dass wir rausgehen müssen, sich den Arsch aufreißen, Herz zeigen. Weil ich denke, das ist einfach, was wir Fans oder ihr Fans von uns erwartet. Und wenn es dann der Offensive mal nicht läuft und wir das über Kampf dann einfach gewinnen, das Spiel ist zwar nicht schön, aber das ist einfach das, was den Bamberger Basketball ausmacht. Und wir müssen auf jeden Fall in der Verteidigung weiter an uns arbeiten und ja, jetzt gegen Madrid wird es nicht einfacher. Absolut, ja.